Also langsam nervt es ein bisschen. Julia schläft schon wieder in meinem Zimmer. Ich hab sowieso kaum Platz hier. Und sieh mal einer an. Sogar im Schlaf will er sein Tablet nicht loslassen. Aber ich brauch das jetzt mal ganz, ganz kurz. Na, ich probier's mal. Hey, Finger weg, Steve. Ich wusste es doch, dass du mein Tablet haben willst. Deswegen hatte ich das den ganzen Schlaf über bei mir. Ich wusste es doch. Julian, also ich wollte damit nicht spielen. Nein, nein, ich soll nicht also bitte mit einem Tablet spielen. Ich wollte nur wissen, wie spät es ist, ja. Jungs, ihr zwei, ihr könnt aber nicht ewig hier irgendwie im Bett und auf dem Sofa rumchillen, ne? Ihr habt ja auch noch was vor. Ihr seid doch zur Babyparty eingeladen von Frau Chillig. Was? Babyparty? Mama, sehen wir aus wie Babys? Nein, wir sind keine Babys. Emma und so kannst du da hinschicken, aber nicht uns. Julian, nein, du sprichst nur für dich alleine. Also ich möchte auf jeden Fall, nein, wir beide müssen dahin. Das ist eine Babyparty, weil Frau Chillig ist auch meine Lieblingslehrerin und da gibt es bestimmt ganz, ganz viel Essen. Da hast du vielleicht recht. Es gibt ja bestimmt auch Torte und sowas. Oh, das wird ganz lecker, aber wir können da doch nicht ohne Geschenke auftauchen. Na gut, Jungs, macht euch erstmal fertig. Unten gibt's dann Frühstück. Und ein Geschenk könnt ihr immer noch holen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Julian, sag mal, hätte deine Mutter was dagegen, wenn ich mir so ein Brötchen mitnehme, hä? Steve, soweit ich mich erinnern kann, hattest du schon 6 Brötchen gegessen. Ist das nicht ein bisschen viel für einen Jungen in deinem Alter? Aber greif gerne zu, wenn es nicht anders geht. Boah, Steve, sag mal, wie viel hast du heute Morgen eigentlich schon gegessen, hä? Kannst du mir das mal bitte erzählen? Schon 10 Kilo wahrscheinlich, es reicht langsam. Wir müssen jetzt uns auch auf den Weg machen. Julian, es tut mir leid, aber ich möchte noch ein paar Nutella-Brötchen essen. Ja, die hatte ich heute Morgen noch nicht. Geh du ruhig ohne mich. Hallo, ihr zwei. Na, was kann ich für euch tun? Herzlich willkommen hier im Spiel- und Babyparadies. Oh Mann, was für ein klasse Tag. Steve wollte nicht mit, das heißt, ich musste Emma mitnehmen. Ich habe meinen Rucksack nicht gefunden, also muss ich den alten von Hannah nehmen. Ist ja klar, super Tag heute. Julian, beschwer dich doch nicht. Hallo, wenn sich jemand mit Babysachen auskennt, dann ich, weil ich war noch vor kurzem ein Baby, also. Also ihr zwei, na, wie kann ich euch denn helfen? Sucht ihr was Bestimmtes? Also, wie soll ich es beschreiben? Wir suchen was für Babys, ist ganz speziell, um genauer zu sein, die noch in die Windeln machen und das nicht selber wechseln können und so, verstehen Sie? Ganz genau, so ganz kleine und das Baby ist auch noch im Bauch. Das heißt, es ist doch ganz winzig, so groß wie eine Puppe oder so. Ach ja, ich verstehe schon, natürlich. Hier haben wir unsere Babyecke. Wir haben alles Mögliche, was das Babyherz höher schlagen lässt oder was es eben braucht. Ah, super interessant. Hier, Emma, das wäre doch so ein gutes Ding für das Baby. Damit können wir bei Frau Chillig richtig punkten und wahrscheinlich müssten wir dann nie wieder Mathehausaufgaben machen. Ja, Julian, das ist echt klasse. Fast das gleiche Teil habe ich auch für meine Puppen. Ja, selbe Farbe, das ist so eine Wiege. Das ist eine super gute Wahl. Das gute Stück kostet 299 Euro. Soll ich das dann verschicken? Was? 299 Euro für dieses Ding? Mein Bett war noch nicht mal so teuer. Sehe ich so aus, als hätte ich so viel Geld? Also bitte, schauen Sie mir ins Gesicht. Nein, habe ich nicht. Ach so, natürlich. Ja, etwas für den kleineren Geldbeutel war vermutlich, Julian, weißt du überhaupt, wie viele Babys Frau Chillig bekommt? Weil sonst braucht man ja auch noch mehrere Sachen für jedes Baby was. Wie zum Beispiel diesen Kinderwagen. Da passen 2 Kinder rein. Emma, ich muss schon sagen, das ist ein guter Einwand, du hast recht, also wir müssen das auch bedenken, aber dieses Ding wäre auch nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht, ob wir so viel Geld haben. Und Emma, jetzt stell dir mal vor, die bekommt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau, so viel Geld haben wir gar nicht, Mama hat uns nicht so viel mitgegeben. Also ihr beiden, hier haben wir noch was für den kleineren Geldbeutel, wie wär's denn mit einem Stofftier, hm? Ja, gar keine schlechte Idee, weil Babys, die mögen auch kuscheln und so, das ist doch gut. Julian, guck mal. Ja gut, mehr Geld habe ich sowieso nicht dabei und außerdem brauche ich ja auch noch gleich eine Süßigkeiten-Tüte vom Kiosk und naja gut, wie eine Wiege ist das nicht, oh, dann hätte ich nie wieder Hausaufgaben machen müssen, dann hätte ich immer gute Noten, aber nun gut, dann ist es halt das. Ach, Kopf hoch, mein Junge, das wird schon klappen, das Baby wird sich riesig darüber freuen, hm? Oh, wo bleibt denn Steve, der ist wieder sowas von unpünktlich, der wollte doch nur 6 Nutella-Brötchen essen und dann wollte er zum Haus von Frau Chillig kommen, oh toll. Vielleicht hat er sich das ja anders überlegt, was ist, wenn Mama noch einen Kuchen gebacken hat, dann kriegt man ihn nicht davon los. Hey, Julian, hier bin ich. Noch pünktlich, oder? Mensch, ist das kalt heute. Ja, endlich bist du da. Und außerdem, warum hast du dich umgezogen? Es schneit doch gar nicht. Ja, Julian, ist aber kalt. Außerdem, Julian, das ist eine Party hier. Und da will ich gut aussehen. Außerdem passt dieses Blau super zu meinen Augen. Findest du nicht, wie das funkelt jetzt in meinen Augen? Super schön. So, dann klinge ich mal. Das wird eine super Party. Und schöne Geschenke hast du da. Ist doch in Ordnung. Hallöchen, Kinder, was war... Oh, ihr seid, glaube ich, auch zur Party da, oder? Oh, ich wusste nicht, dass meine Frau euch eingeladen hat. Naja, herzlich willkommen. Na, dich kenne ich doch auch, oder? Die kleine Emma, die Schwester von Julian. Ja. Du gehst aber noch nicht zur Schule, oder? Nein. Und warst du denn auch, oder bist du denn auch eingeladen? Ich weiß nicht. Ich bin nur die Shoppingbegleitung für das Babygeschenk. Und dann wurde ich einfach hier mitgeschleppt. Also, ich glaube, nein, nicht. Nee, wieso? Ist das schlimm? Tut mir leid, das muss ich einmal mit meiner Frau abklären. Hier darf ja nicht jeder aufs Grundstück, oder? Kinder, toll, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen.
Max, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft die Kinder dann wieder wegschicken, die nicht eingeladen sind. Ich meine, schon mal was davon gehört, ein guter Gastgeber zu sein? Keine Ahnung, also das ist doch deine Party, oder nicht? Und normalerweise, na egal. Max, jetzt schau dir doch mal diese kleine süße Maus da an. Die kannst du doch jetzt nicht einfach nach Hause schicken. Ja, gut. Ja, wirklich, hallo, was soll ich denn bitte auf dieser Party anrichten? Ich bin ganz harmlos. Also Kinder, wir feiern im Garten. Kommt gerne hier entlang. Frau Chillig, also vielleicht haben Sie es noch nicht gemerkt, aber wir haben ganz tolle Geschenke für Ihr Baby oder Ihre Babys. Ich weiß nicht, haben Sie es nicht gemerkt? Ah, doch, doch, Julian, habe ich schon gesehen. Wir haben da drüben wirklich einen Geschenketisch dafür. Da kannst du es gerne drauf tun. Leute, die Dinger sind jetzt fertig. Wer möchte denn ein Würstchen oder ein Steak oder ein bisschen Hähnchen? Also Kinder, nochmal herzlich willkommen hier auf meiner Babyparty für das kleine Baby. Hier sind die Geschenke und fühlt euch einfach wie zu Hause. Ja, ich muss jetzt noch, guck dir mal dieses Buffet an. Oh, das ist klasse, 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 super Idee von mir hier hinzukommen. Steve, ist das wirklich dein Ernst? Du hattest 6 Nutella-Brötchen vor kurzem und jetzt gehst du... Naja gut, viel Spaß. Also Julian, hier haben wir wirklich schon allerlei Spielzeuge für das kleine Baby. Du kannst gerne deine Sachen dazu tun. Oh Mann, Julian, so wie das aussieht, haben wir echt keine gute Wahl getroffen in dem Laden. Von wegen, das Baby würde sich darüber freuen. Ja, wie viele Puppen und Spielsachen das sind. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dabei wollte ich doch einen guten Eindruck hinterlassen. Und jetzt gibt's alles doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Super. Ach, Julian, reg dich nicht auf. Das macht doch nichts. Ich meine, wenn's mehrere Kinder sind, dann habe ich eben 5 Kuscheltiere oder 5 Kinder. Wer weiß das schon? Ja, Julian, was soll ich dir sagen? Wäre ich mal lieber mitbekommen, dann hättest du ein schönes Geschenk gekauft. Aber zumindest der Hamburger gut. Oh, mir egal. Weißt du was? Du bist den ganzen Tag nur am Essen und Fressen. Also ich schmeiß das Geschenk jetzt einfach hin. Mir egal. Oh Mann, ich hatte doch wirklich recht. Ich habe ja schon im Laden gesagt, was ist, wenn sie mehrere bekommt? So 2, 3, 4, 5. Und sie hat gesagt, 5 Kuscheltiere für 5 Kinder, Julian. Hast du das gehört? Also ich glaube, ich traue meinen Ohren jetzt nicht. Warum habt ihr das nicht vorher gesehen? 5 Kinder für Frau Schillig? Das war's dann mit unserer Klassenlehrerin. Das weißt du, ne, Julian? Ah, Steve, erzähl doch kein... Du hast recht. Du hast sowas von recht mit 5 Kindern, das wird der totale Stress und dann kriegen wir eine neue Lehrerin und dann werde ich schlecht in Mathe und dann komme ich auf die schlechte Schule und darum habe ich keine Lust. Also ich habe so einen Hunger. Ich dachte erst, warum? Ich kann mir auch ein Croissant nehmen, aber wieso denn das? Ich kann die alle verdrücken. Ja, wirklich. Alle verdrücken? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Wieso? Schon weg. Mann, ich inhaliere diese Sachen wirklich ein. Ich muss die gar nicht kauen. Ich schluck die einfach runter. Schatz, sag mal, wie sieht's aus? Möchtest du noch ein Würstchen oder so? 1? Gleich mehrere. Ich habe so einen Hunger, das glaubst du gar nicht. Steve, hast du das gesehen? Die hat einfach die ganzen Croissants gegessen und jetzt noch Würstchen? Oh Mann, ich glaube, das sind mindestens 5 Babys oder 6 oder 7. Oh, wie das duftet, sowas von lecker. Mann, oh Mann, das tut dem Baby richtig gut. Oder den Babys, wie viel ich esse. Ich glaube, ich krieg eine ganze Fußballmannschaft. Schatz, wie wär's denn mit einem Teller, hä? Die Gäste sehen das, hallo, ein bisschen peinlich. Also, wenn ihr mich fragt, die Sache ist glasklar. Erstmal viel zu viele Sachen für nur ein Baby. Sie hat selber gesagt, 5 Babys, 5 Spielzeuge. Und jetzt guck mal, was sie alles verschlingen kann. Das ist doch nicht normal. Sie isst so viel wie eine 5-köpfige Raupe. Du, Max, sag mal, hast du eigentlich an die Luftballons gedacht? Oder an den Luftballon? Ich meine, für die Überraschung. Ja, Schatz, das war meine Aufgabe und ich hab's natürlich erledigt. Soll ich die jetzt holen oder wie? Ja, super, dann starten wir doch mal. Also, alle mal herhören. Wir werden jetzt das Geschlecht verkünden von unserem Baby und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, hast du das gehört? Also ich könnte jetzt ein Mädchen oder ein Junge werden und stell dir mal vor, es sind 5 Jungs oder 5 Mädchen oder 3 Jungs und 2 Mädchen. Das ist alles nicht so schön. Okay, Leute, seid ihr bereit? Dann werde ich den Luftballon jetzt zerstechen und dann kommt entweder blau oder rosa raus und dann weiß man's. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, Steve, ob wir hiernach noch eine Lehrerin haben oder nicht. Wie viele Babys werden's wohl? Ja, aber da ist ja gar kein Konfetti drin. Max, hast du vergessen, dass da Konfetti drin sein sollte? Ich meine, rosa und blau, oder nicht? Konfetti? Nee, davon hast du mir nichts erzählt. Ich habe mich schon gefragt, was das mit dem Luftballon so allgemein überhaupt werden soll. Nur ein einziger. Hm. Max, ich meine, kennst du das nicht? Wenn man das Geschlecht verkündet, dann kommt entweder blaues Konfetti raus für einen Jungen oder rosanes für ein Mädchen. Und jetzt haben wir gar kein Baby, oder wie? Julian, ich habe das alles durchschaut, weil ich bin ein klüges Kerlchen. Die haben da gar kein Konfetti reingepackt, weil das sind so viele Kinder, das hätte in einen Luftballon nicht gepasst. Dafür brauchen die einen Heißluftballon, ja, so ein riesen XXL-Ding. Oh, Steve, was passiert denn jetzt? Ich meine, was ist, wenn wir eine neue Lehrerin bekommen und die mag ich gar nicht? Oder ich mag sie und sie mich nicht und das ist eher wahrscheinlicher. Was passiert dann? Oh, Steve. Ja, Julian, it's time to say goodbye. Oh, Mann. Steve, stell dir mal vor, dann haben wir Frau Fun und die ist gar nicht so Fun. Also, verstehst du? Oh Mann, das war's.
Ja, und jetzt, wie, was? Wie ist der Luftballon kaputt? Toll, den hättet ihr ja doch mir geben können. Was für eine Party, ich verstehe das alles nicht. Schatz, alles in Ordnung? Wo willst du denn hin? Die Party läuft doch noch. Max, du hast meine ganze Überraschung ruiniert. Ich meine, hallo, das ist eine Babyparty und das war der Höhepunkt. Schatz, also ich kann auch noch neue Luftballons holen, das ist doch nicht das Problem. Oder hast du wieder Hunger? Na komm, ich mach dir eine Bratwurst. Max, du verstehst es einfach nicht. Oh Mann, jetzt weiß keiner über unser Baby Bescheid, oder? Oh Mann.